Moin, hallo und willkommen zurück zu Staxel im Herbst. Ich habe schon eine Mail gekriegt. Morgen war ja. So, wobei wir haben eigentlich schon Abend jetzt hier. Ist ja schon nicht mehr morgen hier. Post? Wen haben wir denn hier für Post? Time to dress spooky. Remember to visit Brick at the Merchant's Stalls in town for some more Halloween-themed items. Okay, ich kann sogar Items anfordern. Cool. Aha. Wir haben ja Halloween bald hier, ne? Da müssen wir mal nachgucken. Gucken wir mal nach, bevor es Abend ist. Ich muss doch das Haus bauen hier für Emilia. Da muss ich mal gucken. Da brauche ich aber ein bisschen mehr Knete dann. 500 wird da nicht ganz reichen. Hallo, Fallen. So. Hallo. Ja, Buttons. Das ist hier auch tolle Sachen. Platschhemd. Farbige Turnschuhe. Ein Katzenhemd habe ich schon. Farbige Turnschuhe. Ein Laborkittel. Okay, der ist neu. Kapuzenpullover kennt ich schon. Katzenhemd kenne ich auch schon. Noch ein Laborkittel. Stehlen? Nein, stehlen tue ich nicht. Brauchte ich noch irgendwas? Jetzt muss ich mal gerade überlegen. Inventar. Futter habe ich noch ein bisschen. Ich weiß gar nicht, was hatte ich heute denn noch vor? Ich weiß gar nicht, den Tisch habe ich ja auch noch hier. Der gute Pfotentisch. Ich wollte mir Hühner noch besorgen, ne? Da muss ich mal gucken. Mach's gut, Leif. Ein Huhn. Wie teuer ist denn ein? Ein Schwein kostet 10.000. Okay, wie teuer ist ein Huhn? Gibt es hier noch ein Huhn? Das ist ein Schaf. Ein Huhn kostet 5.000. Ach du meine Güte. Ja, das ist auch nicht mal eben gemacht hier, ne? Ein paar schöne Lampen. Ja, eine Lampe wäre natürlich auch nicht schlecht hier noch. Zeitgenössisch grün. Ich weiß immer nicht, wem das Handy gehört. Tja. Keine Ahnung. Egal, ich gehe erstmal wieder nach Hause. Hallo, Oskar. Ab nach Hause. Mach's gut, Paulin. Maja ist auch noch am Spielen hier. Der Kirschbaum wächst schon ganz gut. Sieht ja schon gar nicht schlecht aus. Das habe ich alles gegossen noch vorher, ne? Hoffentlich. Ja, ich hoffe es mal. Es sieht ja schon gar nicht so schlecht aus. Kann ich das eigentlich schon... Nein, ist alles noch nicht grün, ne? Nein. Und du? Auch nicht. Ihr auch nicht? Nein, hier ist gar nichts. Okay. Dauert alles noch ein bisschen. Na gut. Du hast noch Futter, du hast noch Futter. Habt ihr noch Futter da hinten? Ihr habt auch noch Futter, ihr beiden, ne? Sehr gut. Ich muss immer noch den Stall umbauen hier. Da muss ich mir echt noch ein bisschen mehr Baumaterial besorgen. Das sieht noch nicht ganz so schön aus, wie ich das gerne hätte. Und die Bienen? Produzieren Honig in 2 Tagen, okay? Und hier 3 Tage. Und da fehlen noch Bienen, ja, naja. Komm mal her, wir gehen wieder rein, oder? Vielleicht ein bisschen frisch hier draußen jetzt. Maja? Kommst du rein hier? Maja. Na gut, Maja spielt noch ein bisschen draußen. Ich muss hier echt die Butze mal komplett umbasteln. Das kann auch was werden, wenn ich hier oben die Etage rausreißen will, da beziehungsweise umbasteln. Und ich muss den Fußboden hier noch reparieren. Der ist ja noch gar nicht repariert. Ja, das kann ja heiter werden. Egal, der Tag ist erstmal rum. Dann geht's erstmal ins Bett. So. Was sind denn diese blauen Tage? Was Besonderes? Ich bin noch unentschlossen. Aufwachen. Oder Leertaste drücken. Ich chille immer noch mit Sonnenwolle, alles klar. Obwohl wir schon Herbst haben. Der 4. ist heute, okay. Morgen, Maja. Maja? Ich wollte gerade sagen. Was habe ich denn gekriegt hier? Yay, ich habe ein bisschen Geld gekriegt. Stimmt, ich habe ja was verkauft. Erstmal Futter. Ich habe ja noch was produziert. So, wieder für 2 Tage gefüllt. Ich muss wieder Futter kaufen. Oh Mann. Und wie sieht's bei euch beiden aus? Morgen. Ich muss jetzt mal hier reinhüpfen. Na, ihr beiden. So, dann gebe ich euch mal ein bisschen was zu futtern. Bitteschön. Und dann hätte ich gerne noch ein bisschen Milch. Einmal melken, bitte. Dankeschön. Und für die auch. Dankeschön. Kann ich das direkt wieder verarbeiten? Eigentlich müsste ich die noch ein bisschen aufsammeln hier. Kann ich das mitnehmen? Ja, dankeschön. Ist da noch irgendwas, was ich mitnehmen muss hier? Nein, ihr habt nichts mehr, ne? Na gut, macht's gut. So, einen Tag noch, ne? Genau, einen Tag noch. Wie sieht das hier aus? Nein, nein, nein.
Auch nicht. Nix. Heute ist nix. Doch du. Ihr seid fertig. Blub. Drei Kirschen habe ich gekriegt. Sehr gut. Was haben wir hier? Die kann ich auch mitnehmen. Sehr gut. Es wird ja langsam, ne? So. Okay, dann bringe ich die Sachen mal rein. Kann ich das Zeug einlagern hier? Warte mal, das kommt dahin. Bläh. Bisschen Puh. So, und hier haben wir noch Kirschen, haben wir da. Ich weiß auch gar nicht, was ich daraus machen kann. Tomaten kann ich mir erstmal rausnehmen und da muss ich wieder welche schnipseln, ne? Einmal schneiden, bitte. Wobei eigentlich ist es eher nixen, ne, als schneiden. Wenn ich mir das so angucke hier. Einer geht noch. So, zwei Stück. Kann ich noch ein bisschen Suppe machen. Oh, ich platziere ich jetzt mal da wieder. Und dich nehme ich mit. Und platziere dich da. Zack. Kann ich noch eine Runde kochen. Eigentlich müsste ich ja hier direkt vorstehen. Ja, da sonst ist das ja nicht authentisch. Wobei ich rühre da unten rum, obwohl der Topf hier oben ist. Okay. Naja. Was soll's, ein bisschen Tomatensuppe. Ich laufe erstmal bei allem Müll rum. Es ist einfach zu eng hier. Das ist echt problematisch. Bitteschön. Zweimal Suppe wieder zum Mitnehmen. Ne, Maya? Ich muss mal gucken, was stand jetzt hier noch genau? Items anfordern. Sollte ich mir die mal anfordern? Aber ich weiß nicht, was die kosten, ne? Okay. Habe ich schon gemacht. Kürbisschnitzstation und Murmurbox. Was zum Geist denn eine Murmurbox? Ach, habe ich schon alles gekriegt. Guck dich das an. Einprägen. Chickenbox hat gelernt. Okay. Was haben wir hier? Skeletonbox. Okay. Und dann Frankensteinbox. Alles klar. Noch drei Rezepte. Einprägen. Mumobox. Okay. Werwolfbox. Okay. Und Vampir. So, und das Ding. Ja, also, die Kürbisstation. Habe ich hier noch irgendwo? Nee, das ist sonst echt ein bisschen eng, ne, Maya? Wir haben echt keinen Platz mehr. Das ist, ich glaube, da sind sitzen. Tue ich so, ne? So. Ist ein bisschen eng hier gerade, aber egal. Ein Muster schnitzen. Muss ich da einen Kürbis drauf machen? Da muss ich aber jetzt Kürbisse haben, ne? Kürbisse habe ich ja angepflanzt. Sehr gut. Das heißt, ich könnte dann früher oder später Kürbisse schnitzen. Hier habe ich noch Himbeeren. Wieso habe ich noch Himbeeren im Inventar? Ich habe keine Ahnung. Himbeeren gehören dahin. Melonen habe ich hier noch liegen. Ich weiß noch nicht genau, rezeptemäßig. Habe ich da noch irgendwas? Rezepte. Nachtisch vielleicht? Zucker. Torte. Eier habe ich ja leider noch nicht, weil ich noch kein Dingens habe. Butter müsste ich eigentlich herstellen können, oder? Aus Milch müsste doch eigentlich gehen. Ich weiß nur nicht genau wie. Weißer Zucker aus Zuckerrohr und aus Zuckerrüben, okay. Pilzrisotto. Gemüsesuppe, was brauchte ich da denn? Gemüseeintopf. Und wo war das? Weiß ich jetzt gar nicht. Zwiebeln, Karotten und Kartoffeln. Haferbrei müsste ich eigentlich machen, wenn ich Wasser und Zucker muss ich mir kaufen, okay? Nicht nur einkaufen, Maya. Du passt hier auf, ne? Ich muss hier mal kurz, ich gehe erstmal hier lang, so. Auf geht's, nochmal einkaufen. Morgen, Oskar. Ein tolles Gefühl, jeden Tag im Dorf auf Streife zu gehen. Ich halte unsere Straßen sauber. Jo, mach das. Mach das, Oskar. Mach's gut. Ach, ich muss immer noch rausfinden, was mit diesen, diesen Dingens auf sich hat, hier mit den, na, wie heißen die Dinger? Mit den Steinbrocken hier. Und Clemmy. Wusstest du, dass du Pilze und Früchte in der Stadt einsammeln kannst? Du kannst sie für ein wenig extra Geld verkaufen. Deswegen brauche ich auch keinen Job. Okay. Macht, Farmfan genauso. Ich weiß immer noch nicht, wem das Handy gehört. Das ist, wahrscheinlich gehört es Emilia und Emilia ist noch nicht da, ne? Ich bin mir nicht sicher.
So, was wollte ich jetzt? Ich wollte nochmal zu Leif und ich wollte irgendwas kaufen. Das Problem ist nur, was war das? Irgendwas. Was wollte ich kaufen? Ich glaube Lebensmittel, ne? Da ein Wasserkrug. Ich nehme mal 4 Stück mit. Was haben wir hier noch? Butter. Oh, Butter ist aber teuer. Salz, ein Ei, Reis, Mehl, Joghurt, leeres Glas, Käse, Milch, Sirup und Hefe. Da ist aber kein Dinges bei, ne? Leeres Glas, nee. Wie mehr gibt's hier nicht? Hier gibt's noch Blumen. Das ist aber nicht so viel. Doch, hier gibt's noch was. Oh. Ja, das habe ich ja selber alles, ne? Fast. Naja, mehr oder weniger. Kakao habe ich bisher noch nicht gesehen. Gibt's Kakao auch noch? Kokosnuss, cool. Kiwi habe ich auch noch nicht gesehen. Limetten und Karotten, okay. Nee, Zucker wollte ich haben noch, ne? Aber Zucker gibt's nur Sirup hier. Das ist ja ein bisschen doof. Das hilft mir gerade nicht weiter. Ne, wir haben Wasser gekauft. Ist egal. Dann packe ich das dann weg. Das kann ich früher oder später noch gebrauchen. Ich muss sowieso noch Futter kaufen. Dann habe ich erst wieder 2 auf Reserve. Ja, das muss jetzt mal reichen. Mach's gut, Leif. Jetzt bin ich wieder runter auf 700. Oh, das geht auch schnell weg. Was ist das denn hier? Ein Spinnennetz. Ich kann mir echt ein Spinnennetz als Dekoration kaufen. Calaverita, okay. Ein Skull. Ach, du hast schon hier die Lego. Krass. Skull Candle, Spooky Table. Ein kleiner Grabstein. Ein Spooky Bed. Spooky Candles, gruselige Baumlampe. Okay. Schon alles auf Halloween umgestellt. Krass. Hast du auch noch so ein Möbel hier? Nee, du hast Toilettenpapierhalter, Einzelbett. Nee, das ist alles so Standard, ne? Laborkittel, Shorts, Kapuzenpullover. Nope. Sieht nicht so aus. Eine Ranch Couch. Die sieht ja nicht sehr bequem aus, muss ich zugeben. Nur aus Holz so. Macht's gut. Tja. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Da ist Rosmarie, aber Rosmarie, ja, weiß ich nicht. Hallo Rosmarie. Ich habe von Orten gehört, an denen es viele streunende Katzen gibt. Echt jetzt? Wäre es nicht toll, wenn es hier auch so wäre? In der Nähe von Katzen fühle ich mich sicherer, denke ich. Okay. Gehört das Handy eigentlich dir? Nein, leider nicht, ne? Ich weiß immer noch nicht, wem das Handy gehört hier. Ich kann nur plaudern, dir das Handy nicht wiedergeben. Rosmarie, ist es dein Handy? Nein, das kenne ich schon. Ja, es wäre auf jeden Fall lustig, beziehungsweise interessant. Dir gehört es auch nicht vor, ne? Ah, aber es ist recht schwierig, was zu finden, mit dem ich mir die Zeit vertreiben kann. Ich hoffe doch sehr, dass die Angelegenheit mit dem Museum gut voranschreitet. Persönlich freue ich mich schon sehr auf den Flügel mit den Insekten. Na, es wird noch ein bisschen länger dauern, fürchte ich. Ich fürchte, das wird noch so ein Jahr dauern, bis das alles genehmigt ist und dies und jenes. Das muss ja auch noch ein bisschen, vorbereitet sein, nicht wahr? Dann gehe ich mal zum Bürgermeister. Hallo Bürgermeister. Warum muss man sich immer durch so viele Beschwerden durchkämpfen? Wir haben doch gar nicht so viele Einwohner. Okay, dein Handy ist es leider auch nicht. Ich weiß immer noch nicht, wem das Handy gehört. Ich glaube, ich habe jetzt alles schon zigmal durchgehabt. Und ja, das Handy ist... ist jetzt mein Handy, befürchte ich hier. Für, so wie es aussieht. Ich glaube, wenn ich hier nochmal zu Rowan gehe, der sagt mir bestimmt wieder, dass Ria Probleme hat. Schön, dich zu sehen, Ariel. Was kann ich heute für dich tun? Erstmal meine Zunge entknoten, wenn ich schlecht. Irgendwelche Gerüchte? Angeblich hat Ria ein paar Schwierigkeiten. Erscheint, dass es bei Maximilian auch ein Problem gibt. Okay, dann gehe ich nochmal hin, aber ich habe mit Maximilian gesprochen und da war nichts. Mach's gut. Maximilian hat ein Problem. Hatte er nicht vorher auch schon ein Problem? So, wo bist du denn? Bürgermeister. Da ist der Bürgermeister. Bürgermeister. Einmal im Monat fragt Leif nach der Erlaubnis, mehr Bäume in der Stadt zu pflanzen zu dürfen. Ich bewillige es jedes Mal, aber er regelt nie drauf. Vielleicht gehen meine Nachrichten verloren. Was ist denn für ein Problem? Luftschiffe sind extrem vorteilhaft für die Wirtschaft unserer Insel. Die erforderlichen Verkehrsregeln bereiten jedoch nichts als Kopfschmerzen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie oft ich Korrekturen vornehmen musste. Das kenne ich doch alles schon. Ja, ja, Dachziegel und so. Hast du denn nicht noch irgendein Problem? Warum sträuben sie sich so sehr gegen die Eröffnung eines neuen Kohlebergwerks?
Ist ja nicht so, als ob man der Natur ernsten Schaden zufügen würde. Oh, entschuldige, ich habe dich nicht gesehen. Tja, Bürgermeister, wir müssen noch weiter plaudern. Ich muss rausfinden, was du von mir willst oder wie ich dir helfen kann. Das werden wir sehen. In der nächsten Episode. Also mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.